Hi, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing-Video. Das macht uns ja so Spaß. Und wir haben heute mal einen ganz spezifischen rausgesucht. Ihr seht bestimmt die Bosch Tassimo hier schon stehen. Hat nämlich damit zu tun. Und zwar den passenden Adventskalender von Tassimo. 24 verschiedene Kaffeekapseln drin dafür. Und wisst ihr, was das Beste ist? Wir wissen nicht, was da drin ist. Also hier kann man auch nicht lunsen, weil hier steht nirgendwo drauf, auch online, wo ich ihn bestellt habe, nirgendwo was drin ist. Der ist ganz süß gemacht. Ich guck jetzt mal, hier neben ist ein Aufkleber. Und dann geht der auf zu klappen und dann ist der auch echt groß. Mit so süßen Bildern drin. Du hast es noch gar nicht gesehen, Püffchen, nee. Gell? Guck mal. Sweet. Heute darf ich die Nummer 1 öffnen wieder. Püffchen. Ja. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit dem ersten. Number 1. Also das erkennt man sehr schlecht. Hier ist die Nummer 1. Achtung, ob es gut aufgeht. Good morning! Oh, oh, Jesus. Guck mal, voll mit. Ah, nee, das ist Pappe. Ich sah eben anders aus. Filterkaffee XL. Also eine große Tasse Koffeepüppchen. Ja, gibt's nicht bei uns in Deutschland, glaube ich. Nee. So sieht das Ganze aus. Und wir haben gesagt, wir stellen uns die hin. Jeder darf sich am Ende einen aussuchen, den wir probieren werden. Hier sind wieder Sprüche drin. Ja? Ja. Season Greetings from Kaffeekapsel. Aha. Number 2, Püffchen. Number 2. Nummer 2. Number 2. Wo haben wir Nummer 2? Also die Zahlen erkennt man wirklich sehr schlecht. Von oh, Jakobs. What's that? Das sind keine Sprüche, das steht überall. Jakobs. Medaille d'Or. Aha. Also ich denke, das ist auch normaler Kaffee. Ja, aber ich gehe mal, ich glaube mittlerweile, dass der nicht aus Deutschland ist. Ja, aber wisst ihr was, was ich mir denke? Es kann ja eigentlich kein Kaffee drin sein, wo man mit 2 Kapseln macht. Nee, außer also es müssten 2 Kapseln drin sein. Ja, das glaube ich aber nicht, weil die alle gleich groß sind, so, die Felder. Da jetzt kommt es mit der 3. XL Classic. Von einer anderen Firma, von Lore. Lore. In, oh, ich fällt schon alles runter. In Black. 4. Also das fände ich jetzt echt blöd, wenn das alles so normale Sorten wären. Bestimmt, Püffchen. Bei unserem Glück. Ja, Krönung. Jakobs Krönung. Und alle in XL. XL. Das passt doch zu uns. Zu mir, wenn dann. Also, jetzt kommt die 5. Oh, heute hast du nicht genau die. Das könnten mal Weihnachtssorten eigentlich sein. Petit Morning Coffee. Desjuano, das ist bestimmt koffeinfreier. Ja, das kann sein. Den sollte ich dann vielleicht mir für heute Abend aussuchen. So, Nikolaus. Wo ist denn der Nummer 6, Nikolaus? Hier. Espresso. Espresso Marcilla. Marcilla Coffee. Also Leute, bisher sagt's mir nicht so zu. Püffchen ist wieder verwöhnt. Der will keinen normalen Coffee. 7. Number 7. Da oben ist 7. Oh, der ist 17. Ich habe die 1 nicht gesehen. Original. Gevalia. Aha.
Vielleicht sind es halt einfach auch Kaffeesorten aus verschiedenen Ländern. Ja, natürlich. Bestimmt Püppchen. Acht. Nochmal. Good morning. Morning Coffee Mild and Smooth. Ah, dann ist das der war nicht so. Filterkaffee. Ja. Das ist Mild and Smooth. Jetzt komme ich mit der Number 9. Number 9. Ich meine, in der Regel schon eine tolle Idee mit dem Adventskalender. Ja, cool. Aber Tassimo hat so viele tolle Sorten. Oh, oh. Du zerstörst den total. Oh, oh. Monage mit Verwöhnaroma. Das habe ich ja noch nie gehört. Auch von Jakob. Guck mal, für schön, was du gemacht hast. Ja, meine Fresse, Hauptsache der Kaffee schmeckt. So, okay. 10. 10. Püffen noch mehr Karotten essen. Gell? Ja. Carrots. Wieder von der Firma Lore. Classic. Classic Espresso. Also Espresso ist ja gar nicht so meins. Aber du magst es doch. Naja. Elf. Was das machst was du immer? Püffchen. Du trinkst doch gern Kaffeecrema. Kaffeecrema. XL Classico. Also... That's from Ausland alles. Ja, ich glaube es auch. Das gibt's bei uns nicht. Ich verlinke euch übrigens unten in der Infobox mal den Link, wo ich den bestellt habe. Kostet übrigens 9,99 Euro. Ich habe es mal ausgerechnet. Würden man die Kapseln jetzt so kaufen im Päckchen, kosten 16er Pack 4,99. Dementsprechend ist der Kalender mit 24 Kapseln für 10 Euro etwas teurer, als wenn man sich die so aber kauft. Jetzt komme ich oder du oder wer? 12. Ist da oben. In Lila. Kaffeecrema Intenso von Jakobs. Intensiv. 13. Nach diesem Adventskalender-Gedöns ausgepackt sind meine Nägel wahrscheinlich kaputt, Püffchen. Espresso. Gevalia wieder. Ich denke, das ist italienischer Kaffee. Ja, denke ich auch. 14. Von der Firma Lohr XL Intense. Also Püffchen, das Aussuchen wird nicht sonderlich schwer. Nee. Was habe ich denn? 15. Alles mit raus. Petit Morning Kaffee. Das ist ein kleiner Morning Kaffee. Hm? Guck mal. Selbe. Das war schon mal drin. Doppelt. Oh no. Also das... verbessert das ganze Bild jetzt Püffchen. Nicht unbedingt. Weiter. 16. Marcilla Kaffee, Kaffee Largo. Largo. Und jetzt kommt die Number 17. Püffchen schmeißt die gleich als wunderschönes, als kleppern die ganze Zeit. Dark Coffee. Das wird auch Espresso sein. Ja, auch von diesem Gevalia. Gevalia. 18. Also ich glaube, ich muss einen Jakobs trinken. Oder ein Jakobs Kaffeecrema Mild. Mild. Mild möchte ich nicht. 19. Hier. Die Maus. Oh, den Mausekopf. Oh no, ich zerstöre die Maus. Oh, in Grau. Espresso. Ristretto. Ja. Schon viel Jakobs drin. Ja. 20. Ist jetzt der Kopf von der Ballerina. Espresso. Das ist jetzt einfach nur ein Espresso. Da steht
nicht mal eine Marke drauf. Naja, Pöppchen, wenn wir uns Milchschaum kaufen, kann man die alle als Latte Macchiato trinken. Da gibt es ja auch einzelne Milchschaum zu kaufen. Stimmt. Ja, und also Milch. Ebony. Gevalia Ebony. Ebony. Keine Ahnung, was das ist. 22. Oh, meine neue Sorte. Friele oder Friele. Frohkostkaffee. Mhm. Was ist denn das? Ich habe nie gehört, das musst du mal probieren. Frohkostkaffee. Und jetzt mach ich die 23. Aber Lungo Columbia. Diese Firma Lor habe ich schon mal gelesen irgendwo. Und die Number. Heiligabend noch. Und dann ist schon wieder fertig. Auch Lor. Kaffee Long Intense. Aha. Also. Mein Zwischenfazit ist Kacke. Na ja, gut, wenn halt jemand gern schwarzen Kaffee trinkt, dann finde ich das alles gut. Aber ich dachte jetzt auch, da wäre ein bisschen mehr verschiedene Weihnachtssorten oder sowas. Ja, generell verschiedene Sorten. Ja, weil es gibt also, ja Weihnachts-Editions auch. Viele kaufen sich ja auch sowas, um einfach sich mal durchzutesten durch die Sorten. Ja. Und wie teste ich mich durch die Sorten, wenn es theoretisch gesehen alles dasselbe ist? Mhm. Also da ist normaler Kaffee, Crema, Espresso, ja. Und das war es in dem Sinne schon. Nur von verschiedenen Herstellern. Mhm. Also... Für Leute wirklich, die reinen Kaffee gerne trinken, ist das vielleicht was. Aber für mich, der jetzt gerne mal besondere Sorten mag, für mich wäre das jetzt nichts. Ah ja, kippen wir halt von Dispenser so ein Ding neu. Ja, so ein Coffee-Mate. Jetzt wollen wir ja mal austesten. Ja, welchen willst du, Püppchen? Also ich glaube, ich nehme... Ich habe überlegt, ob ich mal den hier nehme. Ja, mal was anderes. Ne, ich glaube, ich nehme auch mal was anderes. Oder ich nehme diesen Monage. Ja, ich wollte halt gern, wie heißt es, Crema probieren. Crema, weil Crema gibt es nur von Jakobs, oder? Von denen sind es zwei. Ja, das ist auch sowas, was ich nicht so toll finde. Dann nehme ich mal so einen. Ist ja dann egal. Dann. Oh. Ich mache deinen zuerst. Das sind ja auch immer diese Barcodes auf den Kapseln und die Maschine liest den Barcode. Und tut den Kaffee danach zubereiten. Oh, gut aussehen tut er. Was ich an Tassimo ja nicht so toll finde, ist, dass es totale Plastikverschwendung ist. Ja, ich wollte die Tassimo, weil es halt so tolle Sorten gibt, ne? Obwohl ich im Moment nur schwarzen Kaffee trinke. Ist ja heute dann ganz nach meinem Geschmack hier wünschen, ne? Kannst du mal auf so ein Ding da draufsetzen. Dann? Ja, ich warte auf dich. Okay. Ne? Ich riech erst mal. Oh, riecht aber schon nice. Riech mal. Stark, finde ich, riecht der. Das ist nur eine Mini-Tasse. Also die Tasse ist nur halb voll. Meine ist ganz voll. Schlaf ich wieder nicht. Da mockert's.
Ich brauche da Menschen rein. Hab ich schon. Ah. Also Püffchen. Prost, Prost auf Weihnachten. Wir haben übrigens unsere tollen Disney Gold Tassen rausgesucht. Oh ja, der ist stark hübsch. Da kriegt mein Herz raus. Lecker vom Geschmack, aber stark. Und der ist sehr mild. Okay, haben wir ja richtig ausgesucht. Also, Endfazit haben wir ja eigentlich schon genannt. Also von mir gibt's für den Kalender so ein 3/4 nach unten. Also eigentlich so, aber für Leute, die schwarzen Kaffee mögen und sich durchtesten wollen, würde ich sagen, gibt es so ein Viertelsen höher. Und du? Halb. Halb. Okay. It's okay. Also. Schreibt uns mal, was ihr dazu sagt oder was ihr für einen Kaffee mögt. Vom Design war ich mega angetan. Aber ja, wie es Püppchen schon gesagt hat, bisschen langweilig. Aber ich glaube, wir sind ja noch nicht am Ende von unserem Adventskalender. Nee, es folgen noch Kalender. Nur DHL ist im Moment nicht so schnell wie wir. Ist für die Püppchens nicht on tour, gell? Also so finde ich den echt süß. Die Idee ist toll, aber meines Erachtens die Umsetzung ist eine Note 6. Schade. Für 10 Euro haben wir nicht viel verloren. Aber Gott sei Dank. Ja. Dann lasst uns mal einen Kommentar da. Einen fetten Daumen. Für so, die Püffchen. So einen fetten wie meiner ist. Und dann sehen wir uns wieder, bye bye, wenn wir wieder so ein Ding auspacken.